Herzlich willkommen hier bei YouTube zu einer neuen Ausgabe von Mein Garten und ich. Heute geht es mal um das Thema Grill. Einen hübschen Grill zu haben ist etwas Schönes, aber was den meisten Sachen so ist, man mag den Gästen meist nicht das Innere zeigen. Wie man das Innere vielleicht aufpeppen kann, erfahrt ihr in diesem Video. Los geht's! Um den Grill verkehrsfähig zu machen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich unter anderem eine Schale Wasser mit Fit, um meinen Grillrost zu reinigen. Und dann gibt es noch bestimmte Apparaturen, meinetwegen für einen Ackerbohrer, womit man manche Sachen aufpolieren, aufrauen kann. Das brauche ich in diesem Fall auch bei meinem Gasgrill. Ihr werdet sehen, warum. Und was passiert natürlich bei einem Grill? Nach der Zeit, umso öfter man benutzt, umso mehr Ruß, umso mehr Ablagerung, umso mehr kommt einfach rauf und Rost. Und der Grill sieht nicht mehr so aus, als wenn der neu wäre, sondern nach dem dritten Gebrauch, als wenn er schon 50 Jahre alt wäre. Da gibt es eine ganz einfache Sache, nämlich ein Hitzefestspray. Mit dem könnt ihr euren Grill wieder ganz einfach wieder moderner machen. Wir fangen mal mit Punkt 1 an und reinigen erstmal den Grill. So, nachdem wir jetzt den Grill gereinigt haben, versuchen wir jetzt gleich mit der Bohrmaschine, kann auch eine andere sein, und mit diesem Plastiding. Ich weiß nicht, wie viel das Plastiding ist. Ich habe es mal gefunden im Garten und ich habe keine Ahnung, wie viel das da genau ist. Ist auch egal. Versuchen wir jetzt mit quasi diese Roste hier, das sind bei meinem Gasgrill die Viecher, die über der Gasflamme hängen, die Tropfschützer. Und da fällt immer Tropfen Fett drauf, logischerweise, und die gammeln so wenig vor sich hin, man sieht den ganzen Schmutz immer hier runter und kam der Hand und so weiter. Das versuche ich jetzt maschinell ein bisschen mitzulösen und danach versuche ich dieses schwarze, hässliche verschwinden lassen mit unserer neuen Farbe, die ich auch schon gezeigt habe. Das Ganze werde ich nicht nur bei diesen Gerätschaften machen, sondern auch bei dem, wo die Gasflamme rauskommt, direkt die Zuführungsrohre nächstes Mal und auch vielleicht auch im Grill internen. Wie weit ich damit komme, ich versuche mal mein Bestes, dass wir da ein bisschen was an Sauberkeit wieder haben. So, bevor ihr wundert, Herr Lorenz, also Marco Lorenz und dicke Jacke an, warum das? Ganz einfach, ich habe weiße Sachen an oder relativ weiße Sachen. Wenn ich da quasi jetzt das Metall abschleife, so ein bisschen, bringt mir es nicht viel quasi, wenn ich da mich da selber einsaue, Vorsache Mücke anbauen und da meine Sachen nachher in den Wäscher einhauen muss, unnötigerweise, dafür mal was umgezogen bisschen. Im nächsten Schritt tun wir jetzt quasi die Metalldinger, die ich ein bisschen bearbeitet habe. Man sieht es gerade nicht im Licht, ich versuche es mal ein bisschen so, da war ein bisschen besser. Also ich habe den grob abgeschliffen und jetzt im nächsten Schritt
brauchen wir jetzt unsere Farbe. Ja, das ist ein Hitzeschutzspray, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Hält Temperaturen aus bis zu 650 Grad. Stoß und schlagfest in außen geeignet. Also wenn euch ein Spray besorgt, müsst ihr auf jeden Fall achten, je nachdem für wo es gedacht ist, sollte euch eine Hitze abkönnen. Grill 650 Grad habt ihr in der Regel nicht. Ne? Da gibt es ein ganz anderes Beispiel, was bei einem Video zu sehen ist. Ja, wie gesagt, das Spray schütteln zum Verwenden. Gleichmäßig versuchen aufzusprühen. Ich habe in diesem Fall schon den Tisch ein bisschen vorpräpariert, damit der Tisch nicht mit eingefärbt wird. Durch andere Sprüharbeiten habe ich schon was mit eingefärbt. Ich will es jetzt mal ein bisschen vermeiden. Also, los geht's mit Sprüharbeiten. Mal sehen, wie denn unsere Teile danach aussehen werden. Anders auf jeden Fall. So, hallo aus dem Innenbereich von unserem YouTube-Außenstudio. Ihr habt gesehen, wir haben angefangen mit Sprühen. Ich werde das Ganze jetzt natürlich ein bisschen verfeinern, die ganzen Grill-Sachen einsprühen, die ich einsprühen möchte. Und das Ergebnis seht ihr dann gleich. Ich mache mal kurz, ich würde sagen, wir machen kurz Werbung. Nein, machen wir natürlich nicht. Gibt es auf meinem Kanal noch nicht. Aber zumindest, wir machen einen kleinen Zeitsprung. Auf jeden Fall, die Farbe Silber ist jetzt rausgekommen. Eigentlich voll schwarz haben. Die erste Farbe, die ich hatte, war schwarz, die ist jetzt silber, aber na gut, ist halt so. Und hoffentlich ist ein bisschen so. Na gut, ist egal. Hauptsache, der Grill sieht erstmal wieder hübscher aus. Wie er aussehen wird, zeigen wir euch nachher. Grillrost bleibt auf jeden Fall schwarz. Weil, doch wo Lebensmittel drauf gemacht werden, weiß nicht, ob ich das ansprühen soll. Ich glaube, ist nicht so empfehlenswert. Sehen wir mal gleich, wie es weitergeht. Bis gleich. Wie wir sehen, obwohl wir übergeklebt haben, ist der Tisch jetzt trotzdem ein wenig silber geworden. Die Finger sind ein bisschen schmutzig. Ja, großzügig abkleben. Wer mit Sprühflaschen arbeitet, sehr großzügig abkleben. Meine Tisch ist sowieso schon ramponiert und alt. Also ist nicht weiter schlimm, dass er jetzt silberbraun geworden ist. Ich habe auch Farbe Schwarz auch da. Davon abgesehen. So, beim Sprühen aufpassen. Die Finger werden auch sehr schnell farblich angegriffen. Man sieht hier oben ein bisschen Silber im Nagel drin. Idealfall auch Handschuhe anziehen. Schauen wir uns mal jetzt den Grill an und der sieht folgendermaßen aus. Ja, so sieht der jetzt aus. Ne, ist ein bisschen anders, natürlich ein bisschen anders. Wir öffnen einfach mal den Deckel. Tari Tarate Robsasa. Also, wir sehen hier oben mit Restsprühfarbe ein bisschen eingesprüht. Also das ist nicht mal jetzt optisch der Renner. Ne, da vorne ich mal auch noch mal ein bisschen Restfarbe angesprüht, aber das habe ich nur gemacht, wenn die Sprühflasche ganz leer wird. Und drin seht ihr jetzt quasi diese Neugestaltung des Grills. Wir müssen so mit Schatten zu arbeiten, geht gerade schlecht. Ihr seht von der Grill jetzt optisch gesehen, abgesehen von den Rosten natürlich, optisch gesehen auf jeden Fall wieder hochwertiger aus, sauberer aus. Ne, ihr seht, der glänzt sogar ein bisschen, muss nicht sein, man kann noch matt nehmen. Sollte eigentlich matt sein, aber ist ziemlich glänzend für matt und macht einen hochwertigen Eindruck. So kann der Grillabend auf jeden Fall wieder kommen. So, also, jetzt habt ihr gesehen, wie ihr euch den Grill mal wieder, wenn ihr wollt, ein bisschen hübscher machen könnt. Das geht auch allgemein bei allen Sachen, wo ihr ein bisschen Hitze bei habt. Ihr wisst, Hitze ist nicht gut fürs Eisen. Da springt die Originalfarbe gerne ab und da kommt Rost und Rost sieht so scheiße aus. Also, wer den Grill ein bisschen hübscher machen will, beigehen, ist ein größerer Aufwand ein bisschen bei. Beigehen, auseinanderbauen, sofern es geht. Rost entfernen, sofern es geht. Den Grill wirklich gründlich reinigen, sofern es geht. Ja, nach dem Trocknen noch mit einsprühen, warten bis alles trocken ist, Finger reinigen nicht vergessen und danach wieder es einbauen und sagen, guck mal, mein Grill ist wieder schön. Diese Hitzesprays, ich habe sie jetzt nur in drei Farben gesehen. Einmal grau, silber, es sollte eigentlich auch grau sein, ist silber gewesen jetzt. Grau, silber und schwarz. Die Silberfarbe, die unser Grill hat, sollte matt sein, ist glänzend. Naja gut, der Glänz ist halt, müssen wir reingucken, verbrennt man nicht die Augen nicht am Fleisch, sondern auch eine Sonne, die es reflektiert. Ich weiß nicht, ob es von so einem hitzebeständigen Farben auch noch andere Farben gibt. Meinetwegen auch rot, dass man sagen kann, man möchte den Grill gerne rot anstreichen. Bei den Laden, wo ich das gekauft habe, gab es nur diese drei Grundfarben. Ich glaube, so ein Spray kostet auch relativ viel Geld. Ich glaube, 10 oder 14 Euro kostet ein Spray. Auf jeden Fall jetzt nicht gleich anfangen, über zu grillen oder das zu bearbeiten. Lasst die Farbe ruhig, auch wenn es schnell trocken ist.
ein, zwei Tage mal ruhig bei schönem Wetter erstmal draußen, damit sie richtig durchtrocknen kann, damit quasi ideale Ergebnisse sind, bevor ihr euch beim nächsten kleinen Feuerchen gleich wieder aufregt, ist das schon wieder alles schwarz, oder beim nächsten Reinigen die Hälfte Farbe wieder runternehmt. Ne, also, es geht alles, was man will, der Aufwand ist ein bisschen größer und wenn man möchte, funktioniert es. Ihr seht, ich bin nackig, das heißt, mir ist warm, also nicht ganz, ich habe noch Hose an, aber es ist fast nackig, das heißt, mir ist warm. Viel gemacht heute im Garten und ja, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst mal ein Abo. Dann seht ihr auch schon, was für Videos demnächst kommen, beziehungsweise habt ihr mal die Möglichkeit, auch natürlich auch ohne Abo zu gucken, was für Videos sind schon alles gewesen. Natürlich auch folgen auf Instagram unter MarcoLorenz_YouTube und ansonsten freue ich mich schon auf eine neue Folge mit euch gemeinsam nächste Woche oder wann auch immer. Geht's weiter. Ihr wisst ja immer Primetime zu den normalen Videos 20:15 Primetime hier auf YouTube, nicht ProSieben, auf YouTube. Und bis dahin heißt es abonnieren, teilen, folgen auf Instagram, wie schon erwähnt. Schön mit Ö und unser Slogan nicht vergessen. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass ich Marco Lorenz heiße. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich verstumme fast. Tschüss. Trotzdem danke auch für euer Geschenk. Ich werde mal wieder uns gesagt. Trotzdem danke. Für alles.